Naja, erstmal sind wir natürlich sehr froh, dass wir diese schwere Hürde gestern genommen haben, weil es war das erwartet schwere Spiel. Ich denke, Borussia Neunkirchen hat auch über die Platzierung in der Liga, ich sag mal, gezeigt, dass sie ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sein können. Das waren sie sicherlich auch. Wir haben heute eine Analyse gemacht, wo wir schon gesagt haben, klar, wir waren spielerisch überlegen, aber es fehlt halt immer wieder so der letzte Punch, so ein Spiel dann auch zu entscheiden. Wir bringen uns dann selber in Schwierigkeiten nach hinten raus und da habe ich von der Mannschaft einfach mehr Gier gefordert, weil ich sage, die 10 Minuten hinten raus schwitzen, diesen ganzen Stress, den kann man sich eigentlich ersparen, wenn man in den 10 Minuten nach dem Schock des Gegentors für einen Gegner eben auch den Gegner abschießt. Und die Möglichkeit hatten wir, und da, wie gesagt, da müssen wir uns weiterentwickeln, eben nicht nach dem 1-0 schon feiern, sondern wirklich den Sack zumachen und das war's dann. Grundsätzlich aber muss ich sagen, wenn man sieht, diese ganzen Begleiterscheinungen, die dieses Spiel hatte, da haben wir uns nicht anstecken lassen. Das war kein Alibi für die Mannschaft. Die Einstellung hat gestimmt und genau das ist es, was die wichtigste Botschaft ist. Wir sind auf dem richtigen Weg. Dass das nicht immer über die volle Zeit klappt, darüber sind wir uns auch im Klaren, aber wir brauchen ja auch noch ein bisschen Entwicklungsmöglichkeiten. Das Schöne ist, wir haben keinerlei verletzte Spieler, wir haben so ein paar leicht angeschlagene, aber wo ich sage, das kriegen wir alles bis Samstag hin. Unsere Physios, die sind jetzt gerade in diesem Augenblick auch dran, den einen oder anderen noch zu behandeln, aber ich sehe da jetzt keine personellen Probleme für das Wochenende. Im Gegenteil, der Solo Okoronkwo hat heute Vormittag schon wieder leicht mittrainiert, sodass wir davon ausgehen können, dass er morgen das Abschlusstraining voll absolvieren wird. Und somit ist er natürlich auch wieder ein Kandidat für den Kader in Balingen. Balingen, das Thema, uns wird eine ähnliche Aufgabe erwarten wie gestern. Das wird sicherlich wieder ein kampfbetontes Spiel. Es wird sicherlich auch so sein, dass die Bedingungen schwer sind für uns. Das ist ein Rasenplatz, der auch seine Tücken haben kann. Kleines Stadion, sicherlich auch Fans, die sehr, sehr nah dran sind. Und von daher wird von uns wieder gefordert, dass wir aufmerksam sind auf dem Platz, dass wir bereit sind, Zweikämpfe zu gehen, gegenzuhalten und dann unsere spielerischen Möglichkeiten zu nutzen. Und von daher glaube ich, dass das Spiel sich sehr dem ähneln wird, was wir gestern gesehen haben, also kampfbetont. Aber da müssen wir uns durchsetzen, die Qualität haben wir, das weiß die Mannschaft auch und ich bin überzeugt davon, dass sie das auch beachten wird. Und wir wollen gewinnen in Balingen, so gehen wir hin. Wir haben die Möglichkeit, eben auch in der Tabelle gut was für uns zu machen. Jetzt kommen die Spiele, wo einige der Top-Mannschaften gegeneinander spielen. Und deswegen müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und ich sage ganz klar, Baling ist eine Hausaufgabe, die wir am Wochenende erfüllen müssen. Ja gut, es wird klar, dass es ein kampfbetontes Spiel wird, dass Balingen wahrscheinlich auf unsere Fehler warten wird. Wir nehmen uns vor, mit Selbstsicherheit zu spielen, den Kampf auch anzunehmen und dann über unsere spielerische Stärke dann das Spiel auch klar, also für uns zu entscheiden. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir noch an einigen Dingen arbeiten müssen aus den letzten Spielen. Aber ich denke auch, dass wir klar in das Spiel gehen sollten, mit der Einstellung dort zu gewinnen. Nee, wir sind eine Mannschaft, die natürlich auch, wie viele Mannschaften? Ich glaube, 80% der Mannschaften erklären vor dem Spiel, ist unser Spiel des Jahres. Also müssen wir uns spielerisch Möglichkeiten einfallen lassen. Die liegen natürlich auch darin, selbst Druck zu machen, aber du bist dann natürlich auch anfällig gegen Konter. Und ich sag mal, da sitzt ja einer unserer Hauptverantwortlichen in der Organisation, in der Sicherung, sitzt ja hier mit am Tisch. Da müssen wir gut aufgestellt sein, damit wir im Endeffekt nicht überrascht werden. Nur, es gibt halt auch Gegner in dieser Liga, die sind in der Lage, so einen Konter auch mal durchzuspielen. Und wir müssen halt sehen, dass wir das möglichst verhindern. Nur 100% Sicherheit gibt es da nicht. Na, wir haben allgemein das Thema Standardsituation wieder bei uns gehabt, in der Spielanalyse auf Kaiserslautern, weil wir haben so viele Möglichkeiten da wieder gehabt, wo wir einfach sagen, da muss einfach mehr bei rausspringen. Und wenn Sie jetzt sagen, Christian Sauter, ich glaube, dass am Wochenende die Standards nicht viel schlechter waren. Nur wir haben uns teilweise eben,
nicht an die Vorgaben gehalten, was Laufwege angeht. Und wenn wir sehen, ich glaube, der Peter und Ali, die haben dieses Jahr noch nicht ein Tor gemacht nach Standardsituation. Und da warte ich einfach noch mehr Gier, noch mehr Durchsetzungsvermögen, weil ich sage, wir sind sicherlich bei den Stürmern sehr torgefährlich aufgestellt, aber bei Standardsituationen, da gehört es einfach auch mal dazu, dass so ein Alex Mendy oder eben auch Peter und Ali sich mal durchsetzen. Da erwarte ich einfach viel mehr Torgefährlichkeit. Und selbst wenn wir die Torgefährlichkeit ausstrahlen, wir treffen die Bude nicht. Und da sind diese drei als Zielspieler bei Standards auch ganz klar gefragt. Weil man kann nicht immer hingehen und sagen, es ist die Qualität der Freistöße oder Ecken, die ist gut bei uns, egal wer die schlägt.